Hallo, wir sind Kolipan, das ist Gustavo Nanetz. Und sie ist Fabienne Hader. Wir haben jetzt gerade gespielt, Mies, Weltpolitik im Sandkasten. Gestern und heute, das Kindertheater. Dort handelt es von drei Kindern, die in einem Quartier wohnen, wo ein neuer Spielplatz gebaut wird. Hey, wer bist du? Der Benjamin. Sandkästen sind doch für alle da. Nein, nur für Leute, die da wohnen. Eben. Du bist nicht von da. Wo kommst du? Du bist so komisch. Von Bern. Aha, das ist eben Zürcher Sandkasten. Und Zürcher Sandkasten sind die besten Sandkasten auf der ganzen Welt. Aber ich wohne nicht so da. Wo? Hier. Okay, darf ich mit euch Sand jetzt? Ja, nein. Es hat eben nicht genug Sand für alle. Und wir brauchen auch viel, weißt du? Ja, wir müssen jetzt schauen, ob es überhaupt so ein Pass ist. Kennst du mal? Ja, vielleicht. Bis der Teil ja noch in Sand. Sicher nicht. Also, zuerst hast du nur zuschauen und du musst uns deine andere Sachen geben. Was habe ich am Anfang anbieten? Ja, und dann musst du für uns Wasser holen. Was habe ich am Anfang anbieten? Mhm. Und dann musst du dein Knie mit uns teilen. Was habe ich am Anfang eben anbieten? Genau, und dann vielleicht am Schluss darfst du da auf dem Eltern da spielen. Schön fies. Tja. Es gibt eine Landschaftsarchitektin und so Grünstadt Zürich Mitarbeiter. Und wir erleben eigentlich so ein bisschen Lokalpolitik. Und mit diesen drei Kindern im Sandkasten lernt man aber eigentlich auch, was Politik in der Welt bedeutet. Mädchen.
schlecht. Mädchen, meine Brüder, sie haben recht. Sie wollen befehlen, was die anderen müssen machen. Und wenn du etwas anderes machst, hast du nichts zu lachen. Wenn ich Buben sehe, dann muss ich einfach gehen. Weil die Buben können auf mich schlagen und sich nachher an mir meiden. Sie sind nicht immer Kerzen, um meine Buben zusammenstecken. Und wenn sie dann leise sind, kann sie mega gut verschrecken. Sie haben überall Geheimnisse, so kommen wir nicht raus. Sie wollen immer alles wissen, darum fragen sie dich aus. Und wenn du es gesagt hast, tun sie dir verraten. Ja, dann denken sie, sie sind weiss, weil sie krass. Hey, ich habe keine Idee. Und man kann sozusagen als Kind auf die Reise gehen und das entdecken oder als Erwachsene eigentlich sehen, wie wir das abbrechen, die Weltpolitik eben in den Sandkasten runter. Genau, und das alles im Rahmen von die Restspiele 2014, da in der Roten Fabrik, organisiert vom Fabriktheater. Mit euch, wenn das Bier blöd beschrieb, schlägt die Puff, Kopf auf den, schaut mit Schwer und Penner, hörst mich aus. Mit
ist für mich wie ein Traum, der wahr wird. Oder? Wir leben alle in der wunderschönen Stadt Zürich. Alle kommen da an, weil ich von vorne Projekte gut plane. Vorsicht! Ich bin sie, das Kinderplan, ich bin ich. Wir sind Welt, wir sind Kinder, wir können nur verliehen. Was ist das? Was ist Art für alle Fallen? Es braucht Glas für Groß und Klein. Wir sind Welt, wir sind Kinder, wir sind Art für alle da. Wir sind Welt. Wir sind Kolipan, wir haben auch noch einen Raum, den wir hier arbeiten können, der heisst? Raum für Kinderkultur. Genau. Und das ist hier oben in Trakt B, im ersten Stock. Und dort können alle Leute proben oder Produktionen proben, die für Kinder etwas machen. Genau, und wir machen wieder eine Produktion im Herbst, 22. Oktober, Rock'n'Revolt, über Jugendbewegung und Rock'n'Roll. Tschüss!